diese Woche zum Mittwochsimpuls. Dieses Mal von meinem Sofa. Ganz gemütlich eigentlich hier bei dem Wetter. Im August nur Regen. Und da habe ich gedacht, ach, da bleibe ich heute einfach auf dem Sofa und trinke einen schönen Tee. Chill out. So heißt es auch auf der Tasse. Und eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte rausgehen an einen super Ort und zeigen, was unsere Kirchengemeinde alles zu bieten hat. Und dann, ganz ehrlich, hatte ich einfach keine Lust. Und habe gedacht, ein schöner Ort ist ja auch mein Sofa. Und so sieht man ja einen Pfarrer oder eine Pfarrerin auch nicht alle Tage. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch einfach nur menschlich. Dass wir manchmal auch unmotiviert sind, keine Lust haben. Dass wir es nicht schaffen, unser Bestes zu geben. Aber das ist was man nicht so gerne zeigt. Dass man faul auf dem Sofa sitzt. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute scheinbar kaum noch vorkommen darf. Entspannung oder eben faulenzen. In aller Ruhe einen Tee trinken oder mal ein Buch lesen. Nein, es muss immer größer, besser, weiter, höher sein. Und auch wir präsentieren uns natürlich gerne nach außen vom Besten, von unserer besten Seite und zeigen, was auch die Kirche, was Gott alles zu bieten hat. Aber er hat vor allen Dingen auch eins zu bieten, ein Geschenk, nämlich, dass wir als Menschen gar nicht viel mehr tun müssen. Denn Christus, er hat im Kreuz schon alles für uns getan. Wir brauchen also nicht immer ackern und uns anstrengen und die Besten und Tollsten sein zu wollen, sondern wir dürfen auch mal einfach nur sitzen. Einfach sitzen, entspannen und Tee trinken. Und wir dürfen auch einfach mal zu Hause bleiben. Ich weiß, gerade dieser Mittwochsimpuls, er soll dazu dienen, auch mal rauszugehen, was anderes zu sehen, in einen Kontakt zu kommen, weil Christus hat uns ja zu den Menschen geschickt. Ihr seid Menschenfischer, hat er schon zu Petrus gesagt. Und die Ekklesia, seine Kirche, das ist eine Gemeinschaft der Heiligen. Aber was ist dann mit all diesen Menschen, die gerade vielleicht nicht mehr so gut raus können, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die keinen haben, der sie mal mitnimmt, die einfach zu Hause sitzen? An die denke ich auch. Und die fühlen sich dann manchmal irgendwie nutzlos in unserer Gesellschaft. Aber das sind sie nicht, das seid ihr nicht. Und Gott kommt auch zu euch nach Hause. Er findet euch, auch auf dem Sofa. Und auch dazu steht sogar was in der Bibel, dass man manchmal einfach drinne bleiben darf. Hier, da heißt es nämlich bei Matthäus in der Bergpredigt: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Denn dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Man darf also auch einfach mal drinne bleiben. Und auch wenn wir das Gefühl haben, ich tue hier gerade gar nichts. Oh doch, ich tue mal mir, meiner Seele etwas Gutes. Und wenn ich vielleicht ein Gebet spreche, tue ich auch anderen etwas Gutes, die gerade in Hast und Eile sind, die gerade keine Zeit mehr haben zum Beten. Und das kann ich immer tun, auch wenn ich mich ganz hilflos fühle, bei Unglücken, die auch heutzutage passieren. Dann kann ich in meinem stillen Kämmerlein beten und sagen, danke Gott und sei da Gott für die anderen. Danke, dass es mir soweit gut geht. Amen.